Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge ist Rundvoll. Ja, das sind jetzt die 4 Level, die es aktuell gibt. Und das hatten wir. Das haben wir erledigt. Das war natürlich leicht. War ein Tutorial. Und da können wir mal Rangliste zeigen. Gehen wir mal hier wieder raus. Okay, das war der Highscore. Kann man natürlich dann schauen, noch mehr Punkte zu holen, ist klar. Okay, dann gehen wir da mal rein. Spielen wir mal. Okay, Waffe. Ich würde sagen, den Langbogen behalten wir. Das hat Spaß gemacht. Okay. Ja, Arcane Türme holen wir uns. Mutatoren. Provoziere den Schildkrötengott. Gegner haben wir deutlich mehr. Feinde verursachen. Okay. Gegner lassen weniger Gold fallen. Das machen wir nicht. Das, da könnten wir es dann ein bisschen schwerer machen, das Ganze. Okay. Schauen wir mal. Also 8 Points haben wir. 3 können wir ausgeben. Hier natürlich ein Turm, würde ich einmal sagen. Und ein Haus. Genau. Jo. Na dann starten wir mal. 13 Level gibt's. Okay, das war nicht dramatisch. Wir haben noch 6 Stück. Ein Haus, damit es mehr Geld gibt. Jetzt könnte man hier noch einen Turm herbasteln. Was ist das? Eine Windmühle, ja, die dann explodiert eventuell. Ja, da machen wir noch einen Turm. Okay, jetzt schauen wir mal. Ja, das sieht man jetzt nicht. Ah, die kann man hier von oben anscheinend. Okay. Alles klar. Dann starten wir mal. Prima. Okay, was das ist, weiß ich nicht. Da könnte man jetzt einmal machen mal die Mühle, die explodiert. Dann bauen wir noch ein Haus. Okay. Ja, dann starten wir wieder. Sehr schön. Und jetzt gibt es richtig Cash. Okay. 1600 haben wir. Kann man jetzt das Haus schon aufwerten? Auch da könnte man jetzt aufwerten, den Bergfried. Charakter wird stärker. Naja, dann machen wir es doch mal. Okay. Ja, da kann man noch einen Turm organisieren. Da kann man jetzt 8 Bogenschützen. Von oben und von unten jeweils Bogenschützen. Okay.
Dünger. Okay. 2200 Punkte. Was war das Ziel? 5000. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht noch so ein Turm. Okay. Sollten wir schon mal. Vorsichtshalber. Okay, ein paar Soldaten. Ja, da machen wir die Ambrustschützen. Okay. Also, das sind ja die fliegenden Dinger hier. Schauen wir mal. Ich glaube mal, die 4 Soldaten reichen. Wenn nur 15 kommen, bauen wir nochmal ein Haus. Okay, können wir aufwerten. Und das werten wir auch auf. Okay, geht ja ratzfatz. Puh. Okay, kann man denn diese Türme, kann man ja auch aufwerten. Okay, machen wir hier auch Explosion. Und einen haben wir noch. Na, wieso kommen die anderen nicht mit? Na gut. Okay, das war schon relativ hart, aber herzlich. Was haben wir hier? Na, weiß ich jetzt nicht, warum jetzt das Kreuz da drüber ist. Aufwerten Mühle, versuchen wir es mal. Okay. Schauen wir mal. Hier kommen auch wieder fliegende Ungeheuer. Okay. Dann holen wir jetzt einmal erst alle raus. Oder wie funktioniert das? Bleibt halt einer drin. Was soll's? Ah, da unten könnte man ja auch raus. Okay. Aufwerten. Holen wir uns noch welche.
Ja, Speerkämpfer, Ritter. Dann holen wir uns noch Ritter. Das lassen wir auch explodieren, wenn es ist. Ah. Okay. Ich weiß nicht, warum die nicht alle mitgehen, aber... Na gut, starten wir wieder. Oh, zum ersten Mal gestorben. Okay. 26. Okay, das Haus aufwerten. Die Mauer können wir nicht aufwerten. Okay. Den können wir aufwerten. Hier werfen wir auch einmal auf. Okay, dann sind es ein bisschen mehr. Haben wir noch 8? 8 haben wir noch. Okay. Und noch 2. Das sind dann die Fliegenden und das sind die Dicken. Okay. Nochmal die Nacht. Okay. .4850. Und jetzt schaut es fast so aus, als geht's in die letzte Runde. Was wirft man auf? Was wirft man auf? Okay, dann nochmal. Okay, mehr können wir nicht. Oder da nochmal. Okay, und da auch nochmal vielleicht. Was ist da hinten? Okay, hätten wir auch noch Häuser. Total übersehen. Okay.
Okay, wieder Sticker dabei. Prima. Ja, ich denke mal, die 5000 sollten wir haben. Und jetzt kommen wir 80. Ja, was das allerdings hier bedeutet, weiß ich nicht. Ansonsten können wir nicht weiter. Na, kommt's mal raus hier. Also, dann starten wir mal gleich. Na, mal sehen. Okay, und nochmal 5. Aber nur fliegende. Und ansonsten. Ja. Also was das hier bedeutet, weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Dann starten wir die Nacht. Das ist ja jetzt Runde 12. Okay, und jetzt kommt die letzte Runde. Und da kann man hier 40, 50, 55. Okay. So kann man die dann, bleiben die dann da stehen. Okay, da kann man auch nochmal 5. Nee, ich wollte, so wollte ich das. Okay. Genau, weil dann die hauen die weg. Oh, und da unten kann man auch noch welche. Ich bin ja gespannt.
Oh. Haut sie weg. Haut sie weg. Oh, oh, oh. Das war eine Niederlage. Puh. Schwere Rüstung, da hast du eine sehr große Menge an Gesundheit. Aber nachts ist dein Pferd etwas langsamer. Okay. Du hast dauerhaft einen neuen Upgrade-Pfad für deine Nahkampfeinheiten freigeschaltet. Einheiten mit Morgenstern können alle Feinde in ihrer Nähe mit einem einzigen kräftigen Schlag angreifen. Okay. Prima. Burgbefestigungen. Dein Burgzentrum verfügt über deutlich mehr Gesundheit. Schieß Pfeile viel schneller und du hast zudem eine größere Angriffsreichweite. Okay. Werden wir natürlich nochmal versuchen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.